Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dream for the Longest Journey. Müssen erstmal wieder einen Weg finden. Haben eine Verabredung mit Luisa. Kann ich da rein? Der Mülleimer ist wieder da. Ist so toll. Warum kann ich denn da nicht? Daneben nicht. Da. Das hast aber lange gebraucht für die Ecke. Ich will auch so ein. Oh, und der macht meinen ganzen Haushalt. Finde ich super. Finde ich voll toll. Na, lieber nicht. Dann bewegst du dich ja irgendwann gar nicht mehr. Was Luisa angeht, muss ich ja sagen, dass Zoe, die ist ja recht cool so mit ihren Dingen, ne? Ich hätte da so meine Probleme mit, aber naja, gut. Ich bin immer so der Meinung, wenn einmal Gefühle im Spiel waren, dann funktioniert eine Freundschaft nicht wirklich. Weil halt die Gefahr besteht, es muss nicht immer so sein, aber weil halt die Gefahr besteht, dass die Gefühle immer wieder aufgefrischt werden. Ich sag nicht, dass das in jedem Fall so ist. Aber diese Meinung habe ich aus Erfahrung. Okay, ich komme hier nirgends rein. Saß der hier nicht irgendwo? Als ich in der Highschool war, pflegten wir an diesem Brunnen zu sitzen, Eis zu essen und Klatsch zu verbreiten. Hm. Ah. Reza? Hey, einen Moment. Rio? Ja, ruf mich an, wenn du alles vorbereitet hast. Ich treffe mich gerade mit einer Freundin. Okay, bye. Wer war das? Also dann ebenfalls hallo, Zoe. Hallo. Wer war das denn? Gut zu wissen, dass sich einige Dinge nie ändern. Es war nur geschäftlich. Ich bin nur neugierig, das ist alles. Ich freue mich, dass du dich wieder verabredest. Das war kein Date. Es war nur... Business, ich weiß. Ich möchte nicht, dass du dich bedrängt fühlst, wenn du mit mir über so etwas redest. Über diesen Punkt sind wir hinaus. Verstanden. Ich werde dir von all meinen romantischen Abenteuern berichten, falls sie jemals stattfinden. Also, wie geht's dir? Mir geht's gut. Dad ist heute nach Bombay gereist und das Haus gehört mir. Hab für heute Nacht ein paar Leute eingeladen. Eine Party? Offiziell ist es nur ein kleines Treffen. Okay. Mir fällt gerade auf, dass es wieder leicht unsynchron ist. Das ist das, was ich meinte. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob's mein Grabber ist oder... Keine Ahnung. Ich lass den Part jetzt aber erstmal so laufen. Sorry. Ich guck danach, woran es liegen könnte. Einladen, nicht einladen. Ja, verdammt, lad ihn ein. Übrigens, falls du Zeit hast, ich meine, ich würde mich freuen. Du kannst mitbringen, wen immer du möchtest. Es sind nur ein paar Leute, nichts Größeres. Ich wünschte, ich könnte, aber ich muss mich um etwas kümmern. Arbeit. Tut mir wirklich leid, ich wünschte... Macht nichts, kein Problem. Vielleicht ein andermal, okay? Was ist los mit dir, Reza? Du warst sehr beschäftigt. Steckst du in der Arbeit an einer Story? Knietief, wie immer. Ich habe vielleicht 5 Stunden Schlaf bekommen in den letzten, sagen wir, 72 Stunden. Klingt, als wärst du an einer großen Sache dran. Kann sein. Ich habe es noch nicht an die Hand gegeben. Habe noch nicht mal mit Martin darüber gesprochen. Ich brauche noch mehr Informationen, muss mehr recherchieren, aber es sieht so aus, als... Sieht ziemlich dick aus, ja. Kannst du mir etwas darüber erzählen? Tut mir leid, das geht nicht. Komm schon, nicht mal eine Andeutung? Du weißt, dass ich niemals über Stories rede, an denen ich arbeite. Das verstößt gegen das Berufsethos und es ist auch riskant. Ich weiß, ich schnüffle herum. Nein, du bist nur du selbst, neugierig und alles hinterfragend. Ich fühle mich gar nicht mehr wie ich selbst. Ist alles in Ordnung? Ist es, sollte es sein. Hab keinen Grund, mich zu beschweren. Mein Vater unterstützt mich. Ich habe alles, was ich brauche. Genug Geld, um überall hinzukommen. Das Problem liegt darin, dass mir einfach alles egal ist. Ich habe keine Ziele und keinen Ehrgeiz. Und ich hasse es, mich so zu fühlen. Das bin ich nicht. Aber so geht's dir schon eine Weile, nicht wahr? Ich meine, du sagtest das schon, als du mit mir Schluss...
Ich weiß, Risa. Ich dachte, das sei nur eine vorübergehende Phase, aber nun... Nun macht es mir Sorgen. Werde ich mich für den Rest meines Lebens so fühlen? Ich komme mir vor, als hätte ich jeden enttäuscht. Ich kann mich nicht einmal aufraffen oder den Enthusiasmus aufbringen, nach Kapstadt zu fahren, um Katrina und David zu besuchen. Was sagt dir das? Dass du in einer Spur festhängst, das ist alles. Und es ist erst ein paar Monate her, dass du Kapstadt verlassen hast. Du verdienst eine Pause. Ich weiß, dass du mich motivieren willst. Und das weiß ich zu schätzen, aber... Ich weiß nicht. Ich brauche im Moment mehr als gutes Zureden. Ich brauche etwas, das mich morgens aus dem Bett reißt. Ein Ziel, eine Aufgabe. Etwas, um... Mist. Sorry, ich muss da mal rangehen. Kein Problem. Ja? Danke, okay. Ich bin bald wieder zurück. Bleib einfach da. Tut mir leid, Zoe. Ich bin heute etwas gestresst. Was hast du gesagt? Keine Sorge, ich weiß, dass du viel um die Ohren hast. Apropos, du sagtest am Telefon, dass du mit mir reden wolltest. Was ist los? Kannst du mir einen Gefallen tun? Sicher. Ich habe heute Nachmittag nichts weiter vor. Fein. Es ist nichts Besonderes. Du müsstest nur nach Downtown und etwas für mich abholen. Und was? Weißt du, wo das Seychardry-Gebäude ist? Nein. Es ist nicht weit vom Hub. Dort gibt es eine Firma namens Jiva, ein Biotech-Labor, das von einer Frau namens Chang geleitet wird, Helena Chang. Alles, was du tun musst, ist, ein Paket von ihr abzuholen. Sie erwartet mich, aber ich habe jetzt keine Zeit und ich brauche das Paket so schnell wie möglich. Ich möchte keinen Kurier benutzen, weil es sich um sensibles Material handelt. Chang bestand darauf, dass ich es persönlich abhole. Ich schicke ihr eine Nachricht, dass du es für mich abholen wirst. Ist das okay? Ich meine, macht es dir etwas aus? Nicht das Geringste. Seychardry-Gebäude, Jiva, Helena Zhang, ein Paket. So schnell wie möglich. Komm bitte zu meinem Apartment, sobald du das Paket hast, okay? Ich werde die Hand That Bites bitten, dich für ein paar Stunden Arbeit zu bezahlen. Mach dir keine Sorgen. Ich mach das nicht wegen Geld, Risa. Ich mach das für dich. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Dann sollte ich jetzt gehen. Und du solltest tun, was immer du da auch tun musst. Business. Top-Secret-Zeug. Was diese Party, dieses kleine Treffen heute Abend angeht. Ja? Falls ich früh genug fertig bin, schaue ich vorbei. Okay, falls du früh genug fertig bist. Und falls du das Geschwafel und den Rotwein aushältst. Wie es im Moment aussieht, werden wir eine reine Mädchenparty feiern. Ich werde daran denken. Wir sehen uns bald. Danke nochmal, dass du mir hilfst, Zoe. Bye. Und das war jetzt auch so gar nicht kompliziert. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte eher das Gefühl, dass beide noch damit zu kämpfen haben. Aber naja, gut. Ist ja auch egal. So, wohin? Ach. Nicht gegen die Wand laufen, bitte. Da sind wir auch schon, aber ich glaube, ich beende hier vorzeitig den Part. Ich weiß gar nicht, wie lang der jetzt geworden ist. Wird wahrscheinlich ein kürzerer sein. Und dann schauen wir im nächsten Part, was hier auf uns zukommt. Und was zur Hölle das für ein Paket ist, das Risa unbedingt haben muss. Dann danke ich euch fürs Zusehen und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Da bin ich wieder zurück. Eigentlich wollte ich den Part beenden, aber 9 Minuten waren mir dann doch selber zu kurz. Mich hat das mit dem Unsynchronen hat mich irgendwie gestört. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Ich habe einfach nochmal neu gestartet. Wir schauen mal. Ich kann es nicht sagen, woran es liegt. Ich glaube, das Problem hatte ich schon immer mit meinem Grabber. Also nach einer Zeit, wenn ich halt länger ein Spiel laufen lasse oder so. Keine Ahnung. Es ist halt auch kein dolles Ding, ne? Ist kein Elgato oder so.
Also ein Elgato habe ich auch, aber ich kann mit dem halt nicht aufnehmen, weil ich das Kabel nicht habe. Und da sind wir schon. Keine Chance. Dieses Zeug ist voller Nanobots. Nachdem ich Bioingenieurswesen studiert habe, mag ich nie wieder etwas aus solchen Automaten essen. Ein wissenschaftliches Periodensystem. Ich kannte mich damit mal aus, aber jetzt nicht mehr. Was haben wir hier? Oh. Wer sind Sie? Ich bin hier, um ein Paket von Miss Sang abzuholen. Mein Name ist Zoe Castillo. Sie ist im Moment nicht hier. Ich weiß nichts über ein Paket. Kommen Sie morgen wieder. Wir haben geschlossen. Sie muss früher oder später hereinkommen? Was? Termin? Risa hatte eine Verabredung, nicht wahr? Ich habe eine Verabredung mit ihr. Kann ich hier warten? Nein, ich sagte doch schon, sie ist nicht hier. Wir haben geschlossen und es wäre mir lieb, wenn Sie jetzt gehen würden. Bildschirm ablenken, verschwinden. Danke für Ihre Hilfe. Ich komme morgen wieder. Übrigens, das ist eine wundervolle Pigmentierung. Wie bitte? Ihr Haar. Wundervolle Pigmentierung. Welche Farbe ist das? Oh, ich weiß nicht. Nur der Standardfarbton des Implantats. Hören Sie, ich... Wirklich hübsch. Steht Ihnen sehr gut. Ich überlege, meins blond färben zu lassen. Wie fänden Sie das? Nun, vielleicht. Hören Sie, ich habe keine... Ich muss unbedingt fertig werden, bevor... Bevor ich nicht fertig bin, also... Und es tut mir sehr leid, Sie aufzuhalten, aber ich brauche unbedingt dieses Paket. Ich habe Ihnen doch schon ein paar Mal gesagt, dass Sie morgen wiederkommen sollen. Vielleicht hat Miss Sang das Paket irgendwo für mich hinterlegt. Könnten Sie bitte mal nachsehen? Tut mir leid, aber ich habe wirklich keine Zeit, um dieses Paket zu suchen. Sie könnten mich viel schneller loswerden, wenn Sie mir eine oder zwei Minuten schenken würden. Wirklich? Könnten Sie nicht in diesem Raum dort nachsehen? Vielleicht hat Miss Sang es dort für mich zurückgelassen. Oh, na schön. Ich werde rasch nachsehen. Aber wenn es nicht da ist, will ich, dass Sie gehen. Wir haben wirklich geschlossen. Danke. Danke vielmals. Mhm. So, dann wollen wir mal. Mist. Kano, beweg deinen Hintern hier rein. Wir haben Ärger. Kano? Und so viel zum Kämpfen. Ich musste ja beim ersten Mal ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt, weil das Kampf, also der Kampf so völlig unspektakulär war. Aber ich finde, ouch. Ja, ich halte lieber meinen Mund. Sie schläft Plops. Tief und fest. Ich kann kaum glauben, dass ich wirklich jemanden K.O. geschlagen habe. Oh, ihr Kopf backt da rein. Sie schläft tief und fest. Ach so. Ich kann kaum glauben, dass ich wirklich jemanden K.O. geschlagen habe. Ja, kannst du mal sehen. Da ist ein Icon, auf dem steht Gang. Gut. Sehr schön. Komm, das nehmen wir noch mit. Ich glaube, ich kann da hinaufklettern. Nee, ich wollte hier erstmal. Die Türen sind verkeilt und der Stromkreis wurde elektronisch gestört.
jetzt können wir darauf klettern. Zoe. Danke. Da ist ein Hebel, auf dem steht, Druck abbauen. Ach Mann, ja. Nutz ihn. So, sehr schön. Das hätten wir schon mal. Hallo. Nein, Zoe, du sollst doch runter. Nicht wieder darauf. Das hast du ja nicht verstanden. Hallo? Ich will hier runter. Wie komme ich hier runter, verdammt? Ah. Ja, jetzt hör doch auf zu klopfen, Mensch. Als wenn das dadurch schneller gehen würde. Dem Himmel sei Dank. Das Gas hat gerade angefangen durchzulecken. Noch ein paar Minuten. Was ist passiert? Wer waren diese Leute? Es ist weder die Zeit noch der Ort für Erklärungen. Wir müssen sofort hier weg. Ist gut. Nein, wir wollen weg. Gott, wir wollen nicht da rein. Wir wollen nicht vergast werden. Jemand hat sich am System zu schaffen gemacht und hat jeden Zutritt zu dieser Etage blockiert. Ich muss versuchen, das zu umgehen. Der Rufknopf funktioniert nicht. Ich habe das manuelle Override reaktiviert. Versuchen Sie den Rufknopf für den Lift. Er sollte wieder funktionieren. Ich war zu schnell. Schnell! Steigen Sie in den Lift! Wir müssen hier weg! Ja! Ist ja gut. Wahrscheinlich schulde ich Ihnen ein Danke dafür, dass Sie mein Leben gerettet haben. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe jemanden niedergeschlagen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie jemanden geschlagen. Sie haben getan, was Sie tun mussten. Sie haben sich verteidigt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber normalerweise versucht niemand, mich umzubringen. Sie wollten sie gar nicht töten, sie wollten mich töten. Also, wer sind Sie? Und was suchen Sie in meinem Labor? Ich bin Zoe Castillo. Sind Sie Helena Zhang? Das ist aber nicht... Castillo! Ich verstehe. Ja, ich bin Helena. Woher kennen Sie meinen Namen? Ich wollte für einen Freund ein Paket bei Ihnen abholen. Für Jericho. Jericho? Ich habe ihm gesagt, dass ich niemandem das Paket geben würde, außer ihm. Er wollte Ihnen eine Nachricht schicken. Hat er Sie nicht informiert? So eine Nachricht habe ich nie erhalten. Vielleicht wurde sie abgefangen. Das würde eine Menge erklären. Hören Sie, ich finde das nicht so toll. Diese Leute, die Sie töten wollten, suchen Sie ebenfalls nach Jericho? Das weiß ich nicht. Aber ich muss jetzt fort. Hier, nehmen Sie das. Bringen Sie es zu Jericho so schnell Sie können. Was ist das? Informationen. Er weiß, was damit zu tun ist. Ja, was auch immer das für Informationen sind, ist es in diesem Paket. Ja, das stimmt allerdings. Was für eine Art Informationen? Tut mir leid, aber das geht Sie nun wirklich nichts an. Das Paket ist ausschließlich für Jericho bestimmt. Ich muss jetzt fort. Warten Sie, ich wollte Sie fragen... Bitte liefern Sie dieses Paket an Jericho. Jetzt. Und danke für Ihre Hilfe. Ich werde das nicht vergessen, Zoe Castillo. Hey, warten Sie! Okay. Verdammt. Reza wird mir einiges erklären müssen. Aha. Allerdings, da weiß ich jetzt auch noch nicht so genau, was es damit auf sich hat und so weiter und so fort. Denn so weit bin ich nicht gekommen. Ich werde jetzt, aber also es ist jetzt noch nicht blind, aber was es mit dem Paket direkt auf sich hat, weiß ich halt noch nicht. Ich werde jetzt aber auch den Part beenden, das sollte jetzt reichen. Das mit ihrem Nachnamen stimmt wohl, sie hat echt komisch reagiert. Ich dachte, ja, ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass wir nur eine Frage stellen können. Ich dachte, wir könnten sie danach auch noch fragen, weil sonst hätte ich jetzt nicht nach den Informationen gefragt, aber gut. Egal. Gut. Ich werde den Part hier erstmal beenden. Ich danke euch fürs Zusehen und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.